Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 9. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine abnehmende Mondphase und das eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll, wie zum Beispiel abnehmen, von etwas verabschieden, loslassen, trennen von etwas oder kündigen. Genau das ist die Prinzipien von Planet Pluto, weil Pluto verabschiedet von alles, was stört, was Kraft raubt und so bleibt in inneren Kraft, so bleibt ihm Macht. Hier in Tierkreiszeichen Steinbock, wo auch der Planet Pluto sich bewegt und auch die Mondbewegung im heutigen Tag, kommt natürlich das in eine Verbindung und das ist eine wichtige Botschaft für uns. Von etwas loslassen, von etwas trennen, kündigen, verabschieden, was uns stört und Kraft raubt. Oft sind es Gefühle wie Angst. Mond bewegt sich ziemlich schnell im Vergleich zum Planeten und verabschiedet sich von Pluto und heute übergeht dann auch zum Tierkreiszeichen Wassermann, also verabschiedet auch von Tierkreiszeichen Steinbock. Aber vor Mond, die Tierkreiszeichen Steinbock verlässt, kommt eine Verbindung zum Uranus. Und die Mond-Uranus-Verbindung ist heute eine Herausforderung. Also das ist gar nicht einfach, von etwas trennen oder loslassen. Und diese Botschaft von etwas verabschieden ohne Angst erzählt auch eine Geschichte von griechischer Mythologie. Und das möchte ich auch heute vermitteln. Und das hat auch eine Bedeutung, weil diese Sternbilder beeinflussen die heutigen Mondbewegung. Und das ist die Stern Deneb, Altair und Vega. Die Geschichte habe ich oft erzählt, wie das die chinesischen, japanischen Mythologie erzählt uns. Altair und Vega, die Hirtenjunge und die Weberin, die sich verliebt haben, aber Vega muss zurück im Himmel und sie sind getrennt. Tatsächlich sind die beiden Sternen getrennt von Milchstraße, aber Deneb, die Hauptstern von Sternbild Schwan, verbindet die beiden und bildet sich eine Brücke aus Schwanen und verbindet die beiden Liebenden Altair und Vega, der Hirtenjunge und die Weberin, und sie treffen sich in diesem Brücke. Und Deneb, dieser Hauptstern von Sternbild Schwan, bestrahlt die heutige Mondbewegung. Aber zurück zu diesem Sternbilder Altair, der Hirtenjunge, ist die Hauptstern von Sternbild Adler. Deneb ist die Hauptstern von Sternbild Schwan. Und Vega ist die Hauptstern von Sternbild Lyra. Und von Lyra erzählt auch etwas die griechische Mythologie. Und das möchte ich vermitteln. Hermes wurde geboren. Er war noch ein Säugling. Aber er konnte nicht ruhig im Bett bleiben. Nein, 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 er wollte schon die Welt erobern. Und er war schon so neugierig. Und schaute, ob jemand aufpasst.
und im richtigen Moment schlüpfte von seinem Bettchen und ging auf die Reise. Unterwegs findet Hermes ein Schildkröte, natürlich wollte er schauen, wie das innen ausschaut, und bastelte etwas. Er bastelte die Lira. Dann wusste er, oh, jetzt gibt's Ärger, er muss schnell zurück in sein Bettchen, und unterwegs sieht er Kühe. Was macht Hermes? Er klaute das alles. Und das war der erste Diebstahl. Hermes ist auch der Gott der Diebe. Ja, das war ein Diebstahl. Und dann ging's zurück in sein Bettchen. Und dann kam Zeus und fragte, ja, wo warst du denn? Und Hermes sagte, ja, was meinst du? Ich bin noch ein Säugling, ich bin ein Baby, ich kann noch gar nicht laufen. Doch, du warst schon unterwegs. Nein, ein Baby kann doch gar nicht unterwegs sein. Ich bin so unschuldig. Und dieses unschuldiges Lächeln von Hermes, das berührte Zeus Herz, könnte gar nicht böse sein auf ihn. Aber irgendwo musste er bestrafen, weil dieser Diebstahl, das darf man nicht so unbestraft lassen. Und dann sah Zeus diese Lira, dieses Instrument, und sagte zum Hermes, du hast einen Diebstahl begonnen, ich muss dich bestrafen, und als Strafe gibst dieses Instrument Lira zum deinem Bruder Apollo. Apollo ist der Sonnengott. Ja, Hermes musste das natürlich tun und gab dieses Instrument, diese Lira, zu seinem Bruder Apollo. Apollo liebte den Kunst und entdeckte Orpheus. Der Gesang von Orpheus, das bezauberte jede. Und schenkte diese Lira. Und Orpheus könnte alle Menschen und die Götter und alle bezaubern mit seinem Gesang. Und wo die Argonauten gefahren sind, das goldenen Feld wieder zum Holen, Orpheus begleitete die. Die Fahrt war sehr gefährlich. Ja, da waren sie unterwegs und da waren auch die Sirenen. Und da war Vorsicht zu genießen, weil der Gesang, die Sirenen, verlockte alle Seefahrer und das stürzten die alle ins Tod. Aber Orpheus war schön, dieser Gesang war viel schöner, so dass die Sirenen könnten die Argonauten nicht verführen. Dank die Gesang von Orpheus. Und dann kehrten sie auch zurück mit dem goldenen Fell der Widder. Orpheus hatte ein Geheimnis. Ja, er hatte eine große Liebe. Eurydike. Aber sie war tot wegen einem Schlangenbiss und war im Bereich der Todeswelt, im Bereich von Hades. Hades, der herrschte über den Totenreich, das ist nichts anderes als Pluto. Also Pluto war auch bezaubert von diesem Gesang. Und in sein Reich, in sein Todesreich, darf nur Hermes rein, der Götterbote, und sonst darf niemand ihn besuchen. Aber er hatte eine Ausnahme gemacht und sagte, Orpheus singt so wunderschön, er kann sogar Toten erwecken mit diesem Gesang. Er darf in Reich der Todeswelt kommen. Und so traf Orpheus wieder mit seiner Liebe Eurydike. Und sie haben sich wieder verliebt, versöhnt, und Hades, der Gott der Unterwelt, gab ihnen eine Chance. Sie dürfen zurück ins Leben. Aber er sagte zu Orpheus, Eurydike begleitet dich. Sie ist hinter dir, aber du darfst nicht zurückschauen. Sie kommt schon.
Und was passierte? Die beiden Liebenden verlassen die Todesreich, der Reich Hades. Vorne Orpheus, hinten Eurydike. Und Orpheus blickte zurück. Warum blickte er zurück? Er hat Angst gehabt. Er hat so eine Angst gehabt, ob sie noch da ist. Und wollte sich vergewissen, ob seine Liebe immer noch bei ihm ist. Und es war der Fehler. Hades hat gesagt, blick nicht zurück, geh nach vorne. Und somit haben die beiden gestorben. Aber dank Zeus hat die beiden im Himmel gesetzt. Und das symbolisiert diesem Sternbild Lyra. Und das ist eine Botschaft für uns, wenn wir von etwas verabschieden wollen. Oder wir haben eine Veränderung im Leben, wie heute. Mond steht in Verbindung zum Uranus. Also löst was aus. Wir stehen vor einer Veränderung. Vor allem Uranus steht in Tierkreiszeichen wieder, was ein Neuanfang symbolisiert. Aber schau nicht zurück. Das erzählt diese Geschichte. Und auch das ist meine Botschaft, weil Mond und Uranus steht in einer Spannung. Wenn wir allzu viel nachdenken, zurückschauen, bekommen wir Angst, so wie Orpheus Angst gehabt hat. Und das war sein Todesurteil. Aber Hades hat ihn gewarnt. Also wir werden kein Todesurteil bekommen, aber die Botschaft haben wir: nicht zurückschauen, nach vorne schauen. Nicht nur der Neb bestrahlt die heutige Mondbewegung, sondern auch Terebellum. Dieser Terebellum ist weder Stern noch Sternbild, es ist eine Figur im Himmel. Und diese Figur ist eine Viereckfigur. Und es symbolisiert die Stabilität und die Struktur und das, was wir gerade brauchen in unserem Leben. Und wie wirkt es auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Das gilt immer noch, dass die Wiedergeborenen möchten etwas ins Licht zu bringen, möchten wahrgenommen werden, aber Merkur steigt vor die Sonnen auf. Immer noch die Gespräche, was hinter den Kulissen passieren. Entweder haben die Wiedergeborenen ein Geheimnis oder verheimlichen etwas oder bewahren ihre Geheimnisse. Aber bei vielen Fällen bedeutet auch die Ahnung, diese Vorahnung hinter den Kulissen zu schauen. Oder sie erfahren ein Geheimnis. Also es handelt sich immer noch um diese geheimen Gespräche. Aber die Wiedergeborenen bringen etwas ins Licht und haben ein großes Bedürfnis nach Wahrheit. Hängt alles zusammen. Deswegen ist auch wichtig, die Geheimnisse zu erforschen oder mal hinter den Kulissen zu schauen, damit die Wahrheit ins Licht kommt. Das ist die Bedürfnis, die Wiedergeborenen. Uranus ist noch in Tierkreiszeichen wieder. Ist immer noch Veränderungen möglich und kommt dieser Mondeinfluss, es ist eine Spannung, es ist eine Herausforderung. Oft löst was aus Angst von Veränderungen. Und diese Angst sollen wir alle, weil die Mondbewegung wirkt auf uns alle, aber direkt trifft das die Steinbockgeborenen und die Wiedergeborenen. Also diese Angst überwinden oder die Hindernisse aus dem Weg räumen und wagen etwas Neues. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein Aufstieg und sie möchten etwas in Form zu bringen, eine Struktur bekommen. Und wichtiges Thema ist auch die Liebe, Partnerschaft und auch die Kraft. Und Anfang des Tages ist noch diese Kraft da, auch die Begeisterung. Aber gegen Abend werden die Stiergeborenen müde sein und erschöpft. Und die brauchen wieder 2-3 Tage, bis wieder alles beruhigt, wieder Kraft haben. Aber
nicht aufgeben. Das ist sehr wichtig. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Und das hängt alles zusammen. Energetisch hängt das zusammen. Im laufenden Tagen wird das auch leichter, auch die kommenden Tagen ist diese Leichtigkeit da und es eignet sich gut für etwas Neues beginnen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die eigenen Zuhause. Sie kümmern um die eigenen Zuhause. Entweder verändern sie zu Hause etwas. Oder ist das ein Rückzug, weil sie genießen diese Ruhe. Aber bei einigen Krebsgeborenen ist auch möglich ein Umzug, eine wohnliche Veränderung. Aber sollen die Krebsgeborenen auch mutig zu sein, die Angst überwinden vor dieser Veränderung, mutig zu sein und etwas in Bewegung setzen. Aber sie sollen überlegen, welche Richtung, weil wenn das zu viel ist, auch zu Hause, auch in Arbeit, auch in der Familie, überall aktiv zu sein, überall Kraft zu zeigen, dann verlieren sie, die Krebsgeborenen, das Gleichgewicht und fühlen sie sich kraftlos. Also heute muss konzentriert bleiben, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren eine Art schöpferische Kraft. Und sie haben eine Aufgabe, etwas Neues zum Starten. Und sie brauchen auch diese Angst zu überwinden, damit etwas Neues beginnen können. Es ist etwas Neues. Und alles, was neu ist, ist natürlich erstmal, ist man vorsichtig oder hat man Angst davon, aber genau dieses Gefühl sollte man überwinden. Also wichtig ist bei Löwengeborenen auf die Aufgaben konzentrieren, diese schöpferische Kraft spüren, die Ideen kommen, das Umsetzen in Realität, entweder beruflich oder in einem Hobby. Das ist auch bei vielen Löwengeborenen möglich. Eine Aufgabe, eine neue Aufgabe. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sie sich wieder mal ein bisschen beengt im Arbeitsplatz. Entweder ist es zu viel Arbeit und wenig Anerkennung oder sie fühlen sich nicht wohl im Arbeitsplatz. Viele Jungfraugeborenen suchen einen Ausweg, einen Wechsel, eine Veränderung. Kommt wieder die Angst, Angst wegen Sicherheit, wegen Finanzen. Und genau diese Angst sollte man überwinden, mal etwas Neues wagen, weil das ist eine Verbesserung, eine Befreiung auch für viele Jungfraugeborenen. In die Liebepartnerschaft haben die Jungfraugeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Wagengeboren ist auch Liebepartnerschaft wichtig und auch die berufliche Situation. Und der Wunsch ist eine Verbesserung. Das spiegelt auch etwas im Leben. Ändere etwas, verbessere etwas. Das ist der Spiegel für die Wagengeborenen. Aber wie oft schaut man in diesem Spiegel? Es ist nicht einfach, Entscheidungen zu treffen oder etwas Neues wagen. Aber das ist für die Wagengeborenen gerade wichtig, diesen Mut zu zeigen, ja, diesmal mache ich das spontan oder wage ich etwas Neues. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, Beginn des Tages, ist noch ruhig, angenehm und schön. Dann gegen Abend und auch in den kommenden Tagen werden die Skorpiongeborenen erschöpft fühlen. Sie haben das Gefühl, sie bekommen keine Luft mehr, etwas bedrückt. Ein bisschen Geduld noch, bis es wieder im Fluss kommt und eine Verbesserung da ist. Für die Skorpiongeborenen spiegelt auch etwas im Leben und das ist die Liebepartnerschaft. Nicht nur warten, bis das von alleine in Ordnung kommt, sondern ein Signal setzen oder Gefühle zeigen, die Kontakt suchen, weil so kommt das alles in Harmonie. Heute Morgen oder Vormittag ist die Zeitqualität gut dafür.
Nachmittag gegen Abend sind Einschränkungen da. Da würde ich auch nichts Neues beginnen, aber geduldig warten, bis die kommenden Tage wieder die Energie da ist, etwas im Fluss zu bringen, und das führt zum Erfolg. In den kommenden Tagen werden nämlich Einschränkungen da sein für die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist eine Wandlung. Sie erkennen ihren Lebensziel oder sie verändern sich innerlich. Andere Einstellung zum Leben, andere Einstellung zu sich selbst. Oder sie bestimmen die Richtung, sie sind mehr konzentriert, also konzentrieren auf dem Wesentlichen. Die versuchen, verstehen die Zusammenhänge im Leben. Und so orientieren sich gerade die Schützengeborenen. Bei einigen Schützengeborenen führt den Weg zum Ausland. Entweder zum Erholen im Ausland, also eine schöne Urlaub oder Reise, oder suchen die Verbindungen oder denken nach, dass sie nach Ausland auswandern, kann auch treffen, gerade die Schützengeborenen. Die Ausland ist gerade wichtig oder die Kontakte zum Ausland. Dadurch ändert sich bei vielen Schützengeborenen ihr Leben, ihr Schicksal. Also hat eine Bedeutung. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist wichtig, die beruflichen Erfolg und Anerkennung, aber das ist eine Herausforderung. Die Kraft und die Mut ist da, aber die Angst blockiert. Und das spüren die Wiedergeborenen und das spüren auch die Steinbockgeborenen. Das ist die Spannung zwischen Mond und Uranus. Aber die Botschaft, was Pluto vermittelt, und die Botschaft, was diese mythologische Geschichte uns erzählt. Keine Angst und schau nicht zurück. Das ist eine direkte Botschaft für die Steinbockgeborenen, aber auch für die Wiedergeborenen. Und so geht es voran. Da hat man die Mut und die Kraft und kann man angstfrei handeln. Was aber sehr gut ist für die Steinbockgeborenen, das ist die Liebepartnerschaft. Die Liebesenergie fließt und es ist sehr schön und harmonisch. Die Spannung ist im Beruflichen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben auch dieses Bedürfnis, beruflich Erfolg zu haben. In den kommenden Tagen kommt auch einiges in Bewegung, wo auch die Wassermanngeborenen gerade Glück haben. Terminen, Gesprächen, auch wenn das momentan noch bremst, aber wird eine Wende kommen und kommt etwas in Bewegung. Und das ist eine gute Zeitqualität, beruflich etwas zu verbessern. Wo Einschränkungen gibt, gerade bei den Wassermanngeborenen, das ist die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist die Lösung, die goldene Schnittpunkt bei dieser Spannung, und das zeigt die Quelle, die Intuition. Und das vertritt die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Das heißt, die Fischengeborenen sollen auf ihren inneren Stimme hören und sie können auch helfen für anderen, weil hier liegt die Lösung. Also Rat geben für anderen oder zuhören oder Mut zu geben und dafür sich einzusetzen, das hilft anderen Menschen. Und diese Intuition, dieses Gefühl haben die Fischengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.